Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und zwar zu GTA San Andreas. Ja, obwohl das Spiel schon uralt ist, möchte ich es doch gerne Let's Playen, weil es nach wie vor eines meiner Lieblingsspiele ist und von der Story her finde ich es auch noch besser als jetzt zum Beispiel GTA 5. Das werde ich vielleicht auch irgendwann mal Let's Playen, aber jetzt fangen wir erstmal mit San Andreas an und es wird ein 100% Let's Play von mir werden. Das heißt, ich werde alle Missionen, alle Nebenmissionen machen. Ich werde es zumindest versuchen, 100% zu schaffen. Das kann ich nicht ganz versprechen, denn ich habe immer so meine Probleme mit der Schießstandmission. Ich spiele das Ganze auf dem PC mit dem Controller, ja, mit Maus und Tastatur und so. Das bin ich einfach nicht gewöhnt. Da würde ich grandios abkacken. Egal. Ich würde sagen, wir starten einfach mal das Spiel. Wirklich ein neues Spiel starten. Jawohl. Ich hatte gerade ein bisschen rumprobiert. Und jetzt bin ich still. 5 years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. What's up? Call the suite. What's up, sweet? What you want? This mama. She's dead, bro. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. It's my money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Ah. Oh, my bad. Get out of here, you greaseball bastard! Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bad. Hey, man, my bad. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my mom. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendlebury. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. Shoot on bang. This is car 58. See you around like a donut, what? Carl. Officer Pendlebury's down. We'll be right over. Oh shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. And I ain't represented Grove Street in 5 years. But the ballers won't give a shit. So, ja, jetzt sind wir, können wir spielen. Mir ist gerade zwei Sachen aufgefallen. Erstens, dass in den Zwischensequenzen so ein nerviger Balken oben und unten ist. Der ist jetzt hier im Spiel aber nicht vorhanden. Und zweitens, dass ich noch keine Untertitel angemacht habe. Das werden wir jetzt als erstes mal machen. Sprache Deutsch. Und Moment,
Moment, Anzeigen-Setup. Ne, wo war das? Ach genau, hier ist Untertitel an. Ich habe die Musik, also wegen GEMA und so weiter und so fort, die Musik habe ich sehr, sehr leise gestellt auf 2. Und ich kann euch das mal zeigen. Ich hoffe, dass ich dann keine Probleme kriege. Also man dürfte kaum was hören. Und da ich ja sowieso häufig mal drüber labere und so weiter und so fort, dürfte das hoffentlich keine Probleme geben. Ich habe jetzt auch keine Lust, immer das Radio ausmachen zu müssen und so weiter und so fort. Oder auf einen Labersender schalten müssen. Deswegen. So. Ja, also. Ich würde sagen, bevor wir mit der ersten Mission anfangen, legen wir mal los. So, und zwar, wir holen uns jetzt erstmal ein paar Waffen. Ja, ich muss mich noch ein bisschen wieder an die Steuerung gewöhnen. Aber ich denke mal, das ist relativ schnell passiert. Ich habe das Spiel jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr gespielt gehabt. So, ja, hier oben auf dem Jefferson Motel, da befindet sich eine SMG, die schnappen wir uns jetzt mal, damit wir uns halt auch irgendwie verteidigen können. Dann, was holen wir sonst noch? Ich bin gerade am Überlegen, die Molotow-Cocktails und vielleicht noch die andere SMG, dann haben wir dann 260 Schuss. Das wird ja dann hoffentlich reichen. Ja, genau. Also ich wollte das Spiel zu 100% spielen. Wir werden auch alles Mögliche und Unmögliche noch so nebenbei machen. Wir werden Monster Stunts machen. Allerdings werde ich nicht alles schaffen. Das werde ich jetzt schon mal verraten können. Wir werden uns um die Freundinnen kümmern. Wir werden Autos tunen. Alles Mögliche. Das wird wahrscheinlich ewig dauern, dieses Spiel hier durchzuspielen. Aber ist egal. Ich werde das mit den Hauptmissionen und Nebenmissionen so machen, dass ich immer ein bisschen abwechselnd machen werde. Heute, jetzt in der ersten Aufnahmesession, werde ich wahrscheinlich nur Hauptmissionen machen. Höchstwahrscheinlich. Und ja, der Wagen fährt jetzt hier. Ist relativ laut. Ich mache vielleicht mal gleich einen Tick leiser. So. Nee, Quatsch. Hier sind wir falsch. Auf der anderen Seite war die SMG. Ja, also jetzt in der ersten Aufnahmesession werde ich wahrscheinlich nur Hauptmissionen machen und eventuell eine Nebenmission. Oh, hier sind schon mal ein paar Jungs. Die schießen jetzt bestimmt gleich auf mich. Da kann ich mit euch wetten. Ja, ihr mich auch mal. Ja, habe ich doch gesagt. Eine Sache muss ich noch sagen. Ich habe leider nur die FSK 18 Version, weil das schon etwas länger her ist. Die FSK 16 Version meine ich. Schon etwas länger her ist, dass ich die gekauft habe für den PC. Schon 2 Jahre oder so. Und dann tu mich auch mal. Okay, ja gut, die Waffe können wir jetzt nicht nehmen. Egal. Ja, lasst mich doch mal alle in Frieden. Gut, dann schnappen wir uns noch die Molotow-Cocktails und dann würde ich sagen, legen wir mit der ersten Mission los. Ja, ich habe das gestern mal versucht mit dem Uncut-Patch, hat aber irgendwie nicht so richtig funktioniert und ich hatte da jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust mehr, weil, ja, also das Let's Play, das hat mich jetzt wirklich innerhalb der letzten 48 Stunden einige Kopfschmerzen bereitet. Zunächst mal hatte ich mein Passwort von Steam vergessen, dann, ja, habe ich dann natürlich so einen Authentifizierungscode angefordert, aber der ist nicht angekommen, beziehungsweise erst viel später angekommen. Und dann war er auch irgendwie falsch. Ja, war gestern das große Problem, dass AOL auch irgendwie große Probleme hatte. Ich habe dann teilweise die Mails mit dem angeforderten Code kamen dann heute Morgen erst an. Also ich hatte das ein paar Mal versucht gehabt. Dann habe ich dann doch noch zum Glück eine Möglichkeit gefunden,
denen zu schreiben und dann, ja, konnte ich dann doch auf mein Konto gestern Abend noch am späten Abend zugreifen. Hab das Spiel installiert, dann ging es vorhin weiter mit den nächsten Problemen. Genau, so, und zwar, dass irgendwie das Spiel ganz komisch, also nur, was weiß ich, 600 mal 400 oder sowas aufnehmen wollte und bis ich dann erstmal rausgekriegt habe, wie man das bei OBS verändern kann durch Transformieren. Der Bildschirmgröße habe ich jetzt hingekriegt, dass es jetzt Vollbild aufnimmt und dann würde ich sagen, beginnen wir mal die erste Mission. Want to drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it real. I miss you these 5 years, man. They're gonna be real happy to see you. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey. Good to see you. Can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? What? Get out my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beefed it. Ain't nothing but a Look, bunch of lowlife. What the fuck are you? At least I got princes. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, As long bitch. As he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Fucking asshole. Here we go again. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. It, big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on fools first, then ask questions second. Ballers, drive-by, incoming. Oh, motherfucker, my car. We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. So, ja, also, da sind wir wieder. Jetzt können wir wieder spielen. Jetzt müssen wir hier Ryder und, das ist Sweet folgen. Ich weiß nicht, wo Big Smoke ist. Der ist wahrscheinlich noch ein weiter zurück. Ja, unfassbar. Ja, ich weiß, dass ich zu weit zurück bin. Gut, wir fahren am besten auf der linken Seite, weil die versuchen immer links zu überholen und dann
fahren die überall gegen, wenn wir möglichst weit links fahren. Yeah, it's Temple Drive family. We don't roll with them no more. Move it, CJ, move it. Oh. Ach ja, das geht schon mal gut los. Ich dachte, da kam ich noch dran vorbei, aber nee. Hab natürlich versucht, möglichst weit. Ja, ist klar. Möglichst weit links zu fahren, damit der gegen die Wand da fährt. Aber gut, also. Sweet, der tut jetzt schon mal die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber den Wagen nehmen wir später nochmal. Ja, sehen. Gut, wir haben jetzt auch die Hälfte unseres Lebens leider verloren, aber ich denke mal, das wird ist trotzdem kein Problem, alles in allem. Ja, toll. Also es geht schon mal gut los, die erste Mission hier. Schon mal ein richtiges Fail-Festival. Ja, das ist sowieso so ein Problem von mir in den ersten Missionen, weil die halt so wenig herausfordernd sind. Da habe ich so gemerkt in den letzten, also ich meine, ich hatte das ja schon wirklich schon mehrmals zu 100% durchgespielt und mehrmals, sage ich mal, nicht zu 100% gespielt, wo ich dann halt irgendwann aufgehört habe. Und also in den letzten Jahren ist mir echt aufgefallen, dass ich bei den ersten Missionen immer unkonzentriert bei der Sache war, weil ich die halt, ja, dadurch, dass ich sie halt schon so oft gespielt habe und sie auch nicht besonders schwierig sind, fehlt da einfach so ein bisschen die Herausforderung. So, gut, dann würde ich sagen, versuchen wir den mal zu übersprinten, dass wir jetzt erst ans Ziel kommen. Ja, wir haben ihn noch gedreht, den komischen Rider. Tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. So, du kannst ein Spiel speichern, indem du CJs Haus betrittst. Du kannst ein Fahrzeug speichern, indem du es in der Garage parkst. Dann würde ich sagen, stell dich in die Markierung, um Karls Haus zu betreten. Das machen wir jetzt gleich erstmal und gehen mal kurz speichern, damit wir wieder volles Leben haben. Wir können uns vielleicht auch eine Panzerung besorgen. Das hätten wir vielleicht auch schon vorher vor der Mission noch machen können. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Um das Spiel zu speichern, nimm das Diskettensymbol auf. Wenn du es speicherst, wird die Zeit um 6 Stunden vorgestellt, so in etwa. Stand das da, speichern wir das mal und dann würde ich sagen, holen wir uns mal schnell die Panzerung. Die ist zum Glück nicht weit von uns entfernt. Da müssen wir einfach hier mal kurz durch den Hinterhof laufen. Ah, ein Telefonanruf. Shit, ich weiß nicht mehr. Joy 7. Oh. Nein, das wollte ich nicht. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie ich... Okay. Wird schon wieder anrufen. Ich weiß leider nicht mehr, welche Taste das war. Die Telefonanrufe annehmen. Ne, wir müssen da hinten hin. Da hinten ist die Panzerung. Ich glaube, Tab war... Nehme ich jetzt halt kurz mal. Sweet, hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy, Setrip and Ballers and Vargos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention. Gut, ja, der gute Sweet hat uns etwas erklärt und was ich jetzt gerade sagen wollte, ich habe dann jetzt einfach mal kurz die Tastatur genommen, um das
Telefongespräch anzunehmen, darf, also bei solchen Sachen, das Alter jetzt auch nicht, da finde ich das jetzt auch nicht so dramatisch, wenn ich das mit der Tastatur machen muss. Wieso gehe ich jetzt eigentlich wieder rein? Ich hatte doch schon, egal. Gehen wir wieder raus und dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter mit der nächsten Mission und zwar hier bei Ryder, der wohnt hier, jo, schickes Häuschen hat er. Gucken, gehen wir mal hier drumherum. Oh, hier sind überall Maulwürfe am Start. Oder auch nicht. Naja, diejenigen, die das Spiel kennen, und das werden wahrscheinlich die meisten sein, die sich hier das Video angucken, die werden wissen, was es mit diesen Löchern auf sich hat. Hey man, what you want? Seeing my home. What's up with you? Yeah, homie, yeah, it's good to see you back. No homie love? No huh? Oh, for sure, my Nick, my bad. What's cracking with you? Hey man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying over our hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. The fucking Grove Street. You down? I'm always down. Let's go, bitch. So, ja, let's go, bitch. Dann fahren wir mal mit der Schrottkiste hier von Ryder, dem Picador, zum Friseursalon. Der ist zum Glück nicht weit von uns entfernt. My family, the homies is here. We were always here, fool. Yeah, but now I'm back, and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still a buster to me. Yeah, okay, thanks, homie. Yeah, don't mention it. So, ja, jetzt haben sie sich ausgequatscht. Dann können wir jetzt mal in die Markierung gehen und mal schauen, was wir jetzt machen. Wir haben $350, damit können wir, glaube ich, nicht alles machen. Also, mit der Uncut-Version, die ich auch für die PS2 habe, da hatte ich zu dem Zeitpunkt dann häufig schon öfters mal ein bisschen mehr Geld, weil ich dann irgendwie beim Waffensammeln mal den einen oder anderen Zivilisten überfahren habe oder vielleicht einen Dealer gesehen habe und, egal. Was könnten wir denn mal machen? Das ist eine gute Frage. Ja, ich leider. Achso, Moment. Was ist denn an? Was ist denn Joy 2? Das wollte ich nicht. Nein. Scheiße. Ja, ich muss einen neuen Schnitt nehmen. Ich weiß nicht, was Joy 2 ist. Ah, Moment, X. Ja, okay. Okay, Cäsar und Schnurrbart sieht so aus. Cäsar und Ziegenbart, schauen wir uns das mal an. Naja, sieht jetzt nicht gerade. Achso. Sieht nicht gerade so viel unähnlich aus. Sieht alles sehr ähnlich aus. Da sah aus wie hier, wie heißt der nochmal, dieser eine Typ da, dieses... Scheiße, ich komme nicht mehr auf den Namen. Der hat doch auch so einen komischen Bart. Afro. Afro und Schnurrbart, das sieht doch bestimmt auch heiß aus. was ist Flat? Okay. Jerry Curl. Naja, egal. Wir gucken jetzt nicht alles durch. Ich entscheide mich jetzt einfach mal für. Nehmen wir einfach mal Afro und Ziegenbart. Bin ich mal gespannt, ob Ryder jetzt sagt, dass ich zum Kotzen aussehe. Das macht er ja manchmal. Je nachdem, was man trägt.
oder ob es ihm gefällt. You know something? I take it back. Old Reese still got it cracking. Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the hood. All clean as shit. Looking too skinny, CJ. I want you to something to eat. I'm gonna finish this. Then I'm gonna take care of business. Wenn du nichts isst, verlierst du Gewicht und irgendwann auch Energie. Der rote Ball. Essen gibt dir Energie, aber wenn du zu viel isst, wirst du fett. Ja, dann wird man zu Fatboy. Ja, Statistiken kann man sich hier mit. Moment. Was ist denn. Nee. Ah, okay. Ja, L1 war's. Nee, L2 war's, genau. So, dann wollen wir mal sehen, würde ich mal sagen, gehen wir mal in die rote Markierung, kaufen wir uns was zu essen. Ich nehme immer das große Menü, dann hat man wenigstens was davon, wird ein bisschen, kriegt ein bisschen Fett und braucht nicht irgendwie jede zwei Stunden wieder was Neues zu essen. Und ja, wie viel nehmen wir dann? So, dann haben wir noch $10. Give up the money. This a raid. Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Oh shit, run! So, ja, ich bleib jetzt hier mal stehen, weil der kommt jetzt gleich rausgelaufen. Zack. Und dann schnapp ich mir jetzt nämlich noch die komische Schrotflinte. Ist immer ganz gut, eine Schrotflinte dabei zu haben. Jetzt haben wir zwar einen Fahndungsstern gekriegt, aber ich denke mal, das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Und jetzt geht's ab nach Hause. So, ja, wir haben noch $10, aber das ist, denke ich mal, jetzt nicht so tragisch, weil als allererste Nebenmission hatte ich mir überlegt, die Feuerwehrmission zu machen, und da kriegen wir erstmal. Dann kriegen wir erstmal jede Menge Geld, wenn wir die Feuerwehrmission gemacht haben. Und dann sind sowieso alle Finanzsorgen erstmal Geschichte.